Dann gehen wir mal bei Starlet Nova rein. Sie wurde auch eingeladen zu Seven vs. Wild. Meine Seven vs. Wild Entscheidung. Let's go. So, Freunde, einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Ja, wir sind alle hier, um zu wissen, macht die blonde Schminktussi mit. Bitte, die soll absagen. Wir wollen jemand anderen lieber haben. Bitte hier Namen A, B oder C einfügen an der Stelle. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe mir wirklich intensiv Gedanken gemacht, um nicht nur mit meinem Herz, sondern auch in meinem Kopf zu handeln. Und ja, was soll ich sagen? Es gab viele Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Beispielsweise Gamescom 2022. Für viele, die wissen jetzt nicht, was das ist vielleicht, besonders aus dem Autobereich. Das ist die größte Spielemesse weltweit. Unter anderem für mich als Gaming-Influencerin auch monetär. Da werde ich viele Jobs haben. Auch meine Community. Ich habe meine Community noch nie so wirklich kennenlernen können, da ich in Corona-Zeiten an Relevanz gewonnen habe. Relevanz ist hier auch ein sehr interessantes Wort. Auf jeden Fall, das war ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, also eine meiner allerbesten Freundinnen heiratet Anfang September. Und zu der Liebesgeschichte müsste man eigentlich auf Netflix verfilmen. Ich war beim ersten Moment dabei, wo die beiden sich kennengelernt haben. Und das wird eine ganz besondere Hochzeit. Und das kann man eigentlich, das kann man nicht verpassen. Deswegen, also ich danke Fritz unglaublich für die Nominierung. Nein, was? Was? Sie sagt ab? Ja gut, wenn sie eine Hochzeit hat und sowas, kann ich verstehen. Das ist natürlich auch eine einmalige Situation im Leben und Seven vs. Wild wird es nächstes Jahr wiedergeben. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Dass du an mich geglaubt hast und dass du diese Einladung ausgesprochen hast. Ah, ich muss sagen, dass ich einfach nur wissen will, welche Gegenstände dürfen wir mitnehmen? Wann geht's genau los? Oha, ach, sie macht auf diesen. Ich dachte, sie wäre safe dabei. Aber sie macht erst auf diesen. Sie macht Bait. Ich bin excited. Ich bin dabei. Seven vs. Wild. Zweite Staffel. Ich könnte glücklicher nicht sein. Ich bin so aufgeregt. Von Anfang an war ich Feuer und Flamme für dieses Format. Ich war so am Start. Es ist so ein Herzenswunsch von mir, teilzunehmen. Und auch wenn viele sich, glaube ich, jetzt gerne eine andere Reaktion von mir gewünscht hätten, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das könnt ihr unter euch ausmachen und sagen, warum ist jetzt hier, wie gesagt, die Alte dabei? Die hat doch gar nichts damit am Hut, bla bla bla. Verstehe ich total, dass ihr vielleicht jemand anderen hier gesehen hättet. Aber ihr müsst verstehen, Fritz hat mich nicht ohne Grund nominiert, beziehungsweise diese Einladung an mich gesendet. So, und wenn ich glaube, dass für sie das Format Seven vs. Wild, habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass es für sie am meisten bringen könnte, weil sie eben so ein bisschen von Leuten, die sie nicht kennen, oberflächlich so dargestellt wird, sie die Barbie, ja, die wird ja nichts hinkriegen, bliblablub. Und wenn sie dann da wirklich richtig abräumt und da wirklich bis zum Ende durchzieht, dann wird sie sehr viele Leute auch vom Gegenteil überzeugen und dass sie dann einfach extrem auch davon profitieren kann. Wenn Fritz an mich glaubt, vielleicht können es ja auch ein paar von euch im Laufe der Serie tun. Ich bin auf jeden Fall... Ich drücke auf jeden Fall auch die Daumen, ja. Unglaublich aufgeregt, ich bin excited, ich bin gespannt. Kurzes nochmal Recap dazu. Ich bin nicht komplett un-outdoor-affin, mag jetzt so aussehen, ist nicht der Fall. Ich war, ich glaube, fast 15 Jahre bei den Pfadfindern und das ist auch nicht so Wischiwaschi-Pfadfinderei im Sinne von, wir schmeißen jetzt jemand Wurfzelt in den Wald und dann gehen wir uns betrinken, sondern das war wirklich hardcore. Ich habe das, wie gesagt, auch in jungen Jahren schon gemacht. Wir hatten weder Gaskocher an. Hättest du mitgemacht? Ich sag ganz ehrlich, wenn ich da wahrscheinlich nominiert worden wäre, hätte ich wahrscheinlich auch allein dieser Druck, nominiert zu werden und dann abzusagen. Also ich hätte wahrscheinlich mich nicht getraut, abzusagen. Aber ich habe sehr großen Respekt davor und ich hätte ungern mitgemacht auf einer tropischen Insel mit so einer extremen Sonne in Karibik mit giftigen Tieren, giftigen Schlangen. Das ist einfach mal eine meiner größten Ängste. Ich hätte ungern mitgemacht, aber ich hätte wahrscheinlich nicht abgesagt. Aber deswegen kann ich es ja hier schon mal sagen. Fritz, falls du mich für die dritte Staffel nominieren willst, hier schon mal meine Absage. Kurz geht raus. Noch Feuerzeuge, selbst Feuerzeuge waren verboten. Ich möchte euch mal ganz kurz so, dass ihr mal, ne, was das für ein Level war. So, also keine Hilfsmittel, sonst irgendwie was. Ich war mit 12 Jahren, weil... Kommt drauf an, wo es ist. Ich bin nicht prinzipiell abgeneigt für Staffel 3, wenn Fritz mich da überhaupt dabei haben möchte. Das ist auch die andere Frage. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache mit, sondern Fritz entscheidet, wer mitmacht. Aber für Staffel 3 sage ich ganz ehrlich, wenn es eine Location ist, wo ich mich prinzipiell sehe, also ich würde never irgendwo in Australien oder irgendwo 7 Tage in der Wildnis übernachten, wo es halt giftige und tödliche Tiere gibt oder halt auch in der Karibik, wo es halt giftige und tödliche Tiere gibt,
sowas wie Schweden, wo man einfach nur im schlimmsten Falle erfriert. Da würde ich, das könnte ich mir vorstellen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich die richtige Person dafür bin. Also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, mein jetziges Mindset ist nicht so ready dafür. Deswegen ganz großen Respekt auch, dass Knossi dazu gesagt hat und auch, dass Nova dazu sagt. Ganz großen Respekt dafür. Vielleicht bin ich nächstes Jahr auch ein anderer Mensch. Jeder entwickelt sich auch weiter. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich es mir, glaube ich, nicht zutrauen. Noch Feuerzeuge, selbst Feuerzeuge waren verboten. Und möchte euch mal ganz kurz so, dass ihr mal, ne, was das für ein Level war. So, also keine Hilfsmittel, sonst irgendwie was. Ich war mit 12 Jahren, war ich mit anderen 12-Jährigen und einer Aufpasserin, die schon 16 war, krass, waren wir für 3 Wochen in Schweden, haben da gecampt, Kanu gefahren, sonst irgendwie was. Ich kenne mich aus, wenn die Klamotten tagelang komplett nass sind, die Schuhe siffen, man nichts essen kann, weil man kein Feuer zustande kriegt, weil das alles nass ist. Auch lange Wanderungen, körperliche Anstrengungen. So, ich weiß, wie man Feuer macht, ich weiß, wie man einen Baum fällt, ich weiß, wie man eine Axt in der Hand hält. Das sind mir alles Sachen. Na klar, Leute, das ist heimische Flora und Fauna, ist was völlig anderes als die Tropen. Ich möchte nicht so klingen, als ob ich nicht weiß, wie krass es dort sein wird und was für eine Differenz das noch sein wird. Aber ich habe mir lange Gedanken gemacht und habe auch sehr viel mit meinem Umfeld gesprochen, meiner Familie, meinen Freunden, die mir das alle zutrauen, die mich kennen, die mich gut kennen und die wissen, dass ich Biss habe, dass ich den Mindset habe und auch, wie viel Bock ich auf dieses Projekt habe. Und wenn Fritz schon diesen Schritt macht und sagt, okay, gut, zweite Frau und dann auf mich zuzugehen, obwohl er weiß, dass, glaube ich, meine Auswahl recht polarisierend ist und auch, wie gesagt, viele, glaube ich, auch jetzt hier lieber eine andere Antwort gesehen hätten, da bin ich unglaublich dankbar für. Und ich nehme diese Einladung mit Liebe und mit Freude an, allein die Möglichkeit, sowas erleben zu dürfen, dass ich mich so an meine Grenzen bringen werde, kann und darf, das ist eine Erfahrung, die ich nicht ausschlagen kann. Und ja, ich bin bereit, absolut alles zu geben. Ich werde es auch nicht mehr lang schnacken darum, sondern werde mich jetzt in den nächsten Wochen um eine intensive Vorbereitung kümmern. Eigentlich musst du mit Eye-Tracker schauen. Ja, was soll das denn ändern? Was glaubt ihr, wo ich hinschaue? Was ist das denn für ein Kommentar? Natürlich gucke ich nur die ganze Zeit auf das Jujutsu Kaisen-Manga. Natürlich gucke ich nur dahin. Da habt ihr recht, ja. Und mit dem Eye-Tracker wäre das auch... hättet ihr mich dann auch exposed, ne, dass ich genau hier mir die Mangas angucke, ja. Ja. Ich hab Bock. Und all die Leute, die jetzt sich vielleicht denken so, oh Mann, warum die, warum nicht XY? Ihr müsst mich nicht lieben, das ist gar kein Problem. Aber das Einzige, worum ich euch gerne bitten würde, ist, gebt mir einfach eine Chance. Ja, kurz und knackiges Video, ich wollte es jetzt auch nicht so lang ziehen, hier noch mal 8-mal Werbung reinschallern oder sowas, scheiß drauf. Ich wollte es einfach nur gesagt haben, ich habe krankhaft Bock, ich bin bereit, der Herausforderung zu stellen. Und Dankeschön, ein dickes, dickes Dankeschön an Fritz und das Team, dass ihr an mich geglaubt habt, dass, ja, du nach all den Monaten das... Nova, 8 Minuten jetzt noch voll bekommen, da hättest du richtig die Werbung reinschalten können. ...was noch im Hinterkopf hattest, vielen Dank dafür. Und ja, ich bin bereit. Ab in die Tropen, ich hab richtig Bock, Leute, richtig geil. Okay, das war's auch schon an der Stelle. Ja. Noah Kuss. Wer hätte es gedacht? Wow. Ich war auch schon sehr positiv gestimmt in der ganzen Zeit. Aber ja, Leute, ich hab Bock. Ja, und dann sehen wir uns die nächsten Tage im Stream. Und können wir in Ruhe darüber schnacken. Ne? Ich bin ganz gespannt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Noah aus, Leute. Noah aus besonders. Bad. Ja, sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Grüße gehen raus auch an Noah.